Als ich klein war, wurde ständig über Vincennes gesprochen. Nicht, um dort im Wald zu picknicken, sondern weil mein Vater, der Philosoph und Schriftsteller Robert Linard, dort unterrichtet hat. An jener Uni, wo all die jungen Leute studierten, die abends zu uns nach Hause kamen und die Welt retten wollten. Jene Uni, wohin ich meinen Vater manchmal begleiten durfte, wenn ich nicht zur Schule musste. Und so bin ich eines Tages in den Wald gefahren, um nachzuschauen, was von der Universität Vincennes übrig geblieben ist. Now I wrote my own Bible, but I couldn't read the sight. Mistaken for an angel, or simply pushed aside. The dark man from the field said, come on, don't be shy. You can't lose this battle if you just get out of life. There's a girl in the middle with a camera in her eyes, and she's asking me to follow her to paradise. Zuerst stand ich ziemlich lange da und habe mich umgeschaut. Immer noch hatte ich die Klänge, Gerüche und Bilder von damals im Kopf. Und die Vertrautheit. Innerhalb der Universität waren alle per Du. Vom Kantinenwirt bis zum Hochschulrektor. Vom Studenten bis zum Professor. Am Ende war es die Lehre hier, die den Ausschlag gab, diesen Film zu drehen. Wie immer, wenn ich auf eine Leerstelle in der Geschichte stoße. Ich ertrage es nicht, dass etwas gelöscht und vergessen wird. Viele, die zur Legende von Vincennes beigetragen haben, sind nicht mehr. Also ist es an der Zeit, die Menschen aufzusuchen, die noch erzählen können, was sie hier über 10 Jahre lang erlebt haben. Diese Leere ist nicht leer. Sie ist ergreifend. Sie hat etwas Theatralisches oder Romaneskes. Ich bin ihnen hierher gefolgt und denke, Virginie hat den Ort gefunden. Das Verblüffende und Einzigartige daran, es gibt keine baulichen Überreste. Dieser Ort könnte irgendwo in Frankreich liegen. Dabei sind es keine 300 Meter zum Schloss von Vincennes oder zur Pariser Metro und der Stadtbahn. Wir sind hier quasi im Nirgendwo. Wo hat man den Stalinisten begraben, den wir eines Tages umgebracht haben? In welcher Ecke? Ich frage mich, ob das Becken früher hier war. Denn zwischen der Mensa und den Philosophie- und Soziologietrakten gab es ein Bassin. Aber wenn es hier war, warum stehen die Bäume nur ringsum an der Stelle der ehemaligen Gebäude? Das macht mich ratlos. Vielleicht wurde das Becken zugeschüttet. Möglich. Aber warum sollten da keine Bäume wachsen? Wenn es zugeschüttet wurde, ist doch Erde da. Man hat fast den Eindruck, die Lichtung wurde absichtlich angelegt. Vielleicht um eine Spur zu hinterlassen. Für die Leute, die die Geschichte dieser verschwundenen Fakultät kennen. In einer Beschreibung von Vincennes bin ich auf eine seltsame Bemerkung gestoßen. Sie hat mich verblüfft. Darin hieß es, der Standort des früheren Hochschulzentrums ist unauffindbar. Es gibt weder einen Hinweis noch ein Schild. Am Anfang ein Erdbeben. Mai 68. Eine andere Welt verschafft sich nun Gehör und erschreckt die Gaullisten an der Macht. Die Jugend. Die Studenten rebellieren gegen den unerträglich archaischen Charakter der Lehre. Die Nicht-Akademiker prangern die verkrusteten Gesellschaftsstrukturen an,
die keinerlei Entwicklung zulassen. Beide Gruppen verbindet die verrückte Hoffnung, alles zu verändern. Die Struktur der Universität ne nous satisfont pas. Elle ne correspond absolument plus à la société actuelle. Et cette société actuelle ne correspond absolument plus aux besoins de l'avenir. Et c'est cet avenir que nous qui sommes jeunes essayons de créer, essayons de faire progresser. Nous ne voulons pas que les choses restent comme elles sont, parce que comme elles ne sont pas bonnes. 80% d'intellectuels ici. Et moi qui ai le grand certificat d'études, eh ben jamais j'arriverai au niveau du haut. Et malgré tout, je ne suis pas un minable. Oui, moi je suis garçon de café, je suis même maître d'hôtel. Eh ben, on n'avait plus le goût, quand vous avez fait 12 heures de travail, d'aller prendre des cours à la Sorbonne. Non, c'est pas vrai. Die Straße gehört ihnen. Sie sind zahlreich, laut und rebellisch. In seiner Not ersinnt der damalige Kultusminister Edgar Faure das Konzept für einen Ableger der Universität Sorbonne im Wald von Vincennes, um die Störenfriede aus dem Quartier Latin an den Stadtrand von Paris zu verbannen. Plötzlich haben die Gründer von Vincennes eine geniale Idee. Wir packen die Gelegenheit beim Schopf und erschaffen die Uni unserer Träume. Es ging schnell. Paris stand in Flammen, wie ein Vulkan, der plötzlich Feuer spuckt. Es gab gewaltige Kräfte, die immerhin de Gaulle in die Flucht geschlagen hatten. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Diese seismischen Kräfte galt es zu nutzen. Nun musste man auf der Welle reiten und etwas daraus machen. Für die Universität hieß das, man erstellt einen Neubau oder man nutzt einen bereits vorhandenen Ort, um neue Fakultäten in der Region Paris einzurichten. So bin ich beim Vincennes-Projekt gelandet. Ich war damals Dozentin in Nanterre und hatte engen Kontakt zu Raymond Lasvernias, dem Dekan der Sorbonne und der Uni Nanterre. Eines Tages, er kam gerade aus dem Ministerium, sprach er mich an. Edgar Faure schlägt einen Fertigbau vor. Allerdings ist noch nicht klar, wo der hin soll. Vielleicht in den Wald von Vincennes. Es verging keine Stunde und ich meinte, dann greifen wir doch zu und bauen eine Reformuni auf. Tatsächlich haben wir die Struktur dann zu dritt geschultert. Cixous, Cassin und ich haben diese vier Sommermonate nur mit viel Kraft überstanden. Wir träumten die wildesten Träume. In erster Linie von einem Vincennes, das nicht bloß ein Sorbonne-Ableger ist, sondern eine eigenständige Universität. Auf dieser Lichtung erfolgt der erste Spatenstich. Allein der Bau ist ein Symbol. Eine technische Meisterleistung, bei der politisches Krisenmanagement Hand in Hand geht mit den unglaublichen Möglichkeiten, wie sie die 68er-Bewegung eröffnet hat. Mein Vater war der Bauunternehmer, der die Fakultät errichtet hat. Seit ich 15, 16 war, habe ich im Sommer auf dem Bau gearbeitet, um den Job von der Pike auf zu erlernen. Ich war so eine Art Laufbursche und habe aufgepasst, dass alles anständig gemacht wird. Alle Baumängel wurden penibel notiert, etwa wenn ein Teppich schlecht verlegt war oder der Putz fleckig. Ich war gerade erst 20 geworden und von einem sechswöchigen Kuba-Aufenthalt zurückgekehrt, was übrigens voll im Trend lag.
Deshalb bin ich in Vincennes der Dienstälteste. Um den 13. und 14. August kam ich an und als die Fakultät eröffnete, tauschte ich meine Stiefel gegen die Studentenschlappen ein. Wir wollten eine andere, offenere Universität gründen. Die Gebäude verkörperten das studentische Miteinander und standen für das Verhältnis der Studenten zu den Professoren. Aber sie sollten auch eine Brücke zur Außenwelt bilden. Der Kontakt nach außen schien uns unerlässlich. Mir hatte immer schon eine völlig andere Funktionsweise vorgeschwebt. Moderne Abläufe. Nicht so hierarchisch und repressiv wie an der Sorbonne und deren Ableger in Nanterre. Früh reifte dann die Idee, dass wir das in Amerika übliche System übernehmen. Also die Einführung von Scheinen und Einzelnachweisen. Keine Frontalvorlesungen. Dafür Kurse, die auf Dialog setzen. Und die Universität sollte allen offen stehen, auch den Arbeitern. Man brauchte kein Abitur, um zu studieren. Und es gab keine Altersbeschränkung mehr. Wettlauf gegen die Zeit werden in nur 3 Monaten 30.000 Quadratmeter Fläche aus dem Boden gestampft. Im Herbst 68 steht Vincennes. Fast alles ist fertig. Unser Ziel war die Einhaltung des Zeitplans und dass die Gebäude unseren Wünschen entsprechen. Also inspizierten wir eines Tages die Baustelle. Mist. Wir haben die Kinderkrippe vergessen. Die Krippe war aber das Aushängeschild schlechthin. Undenkbar, dass eine moderne Fakultät nach dem Pariser Mai keine Kinderbetreuung hatte. Tags darauf sprachen wir bei Michel Alliot im Ministerium vor. Er, wie viel? 3 Millionen. Gut, ich spreche mit dem Chef. Das war in diesem Fall Edgar Faure. Dann kommt er zurück und sagt, okay, genehmigt. Wir sofort ans Telefon, die Krippe wird gebaut. So unkonventionell ging es damals zu. Die Krippe und die Schule gehören zu den Besonderheiten von Vincennes. Es ist eine Universität, die sich um die Kinder kümmert, während die Mütter im Unterricht sind. In diesem Wald darf jeder studieren. Abiturienten und Nicht-Abiturienten, Leute mit oder ohne Abschluss, Franzosen wie Ausländer, Proletarier oder Söhne aus reichem Haus. Bei der Lehre dagegen gilt ein hoher Anspruch. Nur die Besten dürfen kommen. Foucault war im Sommer 68 von Hélène Cixous kontaktiert worden, ob er sich an dem Vincennes-Projekt beteiligen wolle. An den grundsätzlichen Überlegungen und am Aufbau des Philosophiezweigs. Ich bin dann mit Foucault rausgefahren zu dem Gelände, das im Schlamm versank und wo gerade wie wild gebaut wurde. Ohne die genaue Reihenfolge noch zu wissen, hatte ich nacheinander Michel Foucault, Gérard Genette, Jacques Derrida und Hélène am Telefon. Nein, die kam später. Jedenfalls hieß es immer, wir machen eine Universität, wärst du interessiert? Aber nicht als Philosoph. Würde dich der Fachbereich Literatur interessieren? Eine kleine Veränderung, nicht wirklich eine Neuorientierung. Warum? Weil ich bereits Gedichtbände und 1-2 Essays veröffentlicht hatte. Jedenfalls ging es nicht um Philosophie. Ich erhielt einen Anruf von Michel Foucault. Henri, mein Lieber, wärst du bereit, in dieser Abteilung als Assistent mitzuarbeiten? Ich sagte ihm, vielleicht.
Aber nach dem Pariser Mai müssen wir die kommunistische Liga aufbauen. Das nimmt sicher viel Zeit in Anspruch. Außerdem läuft es doch immer gleich. Ihr pickt euch die Rosinenstücke raus, Kant, Hegel, und für uns Assistenten bleiben dann noch die Vorsokratiker und die Philosophie des Mittelalters. Er widersprach. Ganz und gar nicht. Wir schaffen die Hierarchie ab. Ihr lehrt, so wie wir, die Themen und Autoren, die euch gefallen. Und das gab den Ausschlag? Absolut. Wir kehrten gerade aus Moskau zurück. Auf dem Roten Platz hatten wir mit ein paar Russen gegen den Einmarsch in die Tschechoslowakei demonstriert. Darum waren wir überhaupt nicht im Bilde. Am Morgen nach unserer Rückkehr klingelt das Telefon, Claude nimmt ab. Einer unserer Assistenten aus Rennes, wo wir unterrichteten, ist dran. Da ist eine neue Universität eröffnet worden, wollen Sie mitmachen? Claude kommt zurück und sagt, der so und so, jemand, den wir nicht sonderlich mochten, erzählt etwas von einer neuen Uni. Und ich, wir werden doch wohl jetzt nicht von Assistenten angeheuert. Die Auswahl erfolgte recht willkürlich. Es gab einen Bedarf an Innovation. Und man hat Leute gesucht, die solche neuen Ansätze mitbrachten. Auf uns kam man zu, weil Russisch kaum gelehrt wurde. Offiziell schon, aber es war doch eher eine Randerscheinung. Sehr seltsam und kurios. Zu dritt mit unserem kleinen Sohn haben wir uns dann dort umgeschaut, wo die Fakultät eröffnet werden sollte. Aber es war Sonntag und alles geschlossen. Also erkundeten wir die Umgebung, etwas verwundert, aber wir waren interessiert. Denn wie so viele Dozenten wollten wir unbedingt nach Paris. Das war die Hauptsache, trotz all der Fragezeichen hinter diesem Uni-Projekt. Schließlich saßen wir in Rennes und Paris bedeutete den Durchbruch. Interservice Jeunes, c'est aujourd'hui que le nouveau centre universitaire de Vincennes va commencer à fonctionner. Dans l'effort de rénovation de l'enseignement supérieur, ce centre constituera l'une des expériences les plus originales. Les années d'études ne seront plus décomptées, il n'y aura plus de certificats, mais en revanche, les méthodes pédagogiques les plus modernes y seront mises en œuvre. Ich nahm den Bus zum Schloss von Vincennes. Das war damals die Linie zur Uni. Wir fuhren durch den Wald, wo junge Frauen anscheinend auf Kunden warteten. Die Vögel zwitscherten. Die ganze Atmosphäre war auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit der Sorbonne oder sonst irgendeiner Fakultät, wie wir sie während der 68er-Revolte kennengelernt hatten. Ich schrieb mich in Vincennes ein, obwohl ich nichts Spezielles studieren wollte. Dort ist alles zusammengeströmt, was es in linken bis linksextremen Studenten und intellektuellen Kreisen an schrägen Vögeln gab. Nach Mai 68 war klar, hier musste man hin. Eine ganze Generation hoffte auf eine andere Form der Lehre. Daher brach unmittelbar bei Bekanntwerden dieser Uni-Gründung ein Sturm der Begeisterung los. Unterrichten würden uns zum ersten Mal die Autoren, die wir selbst lasen und die in den Geisteswissenschaften an der Sorbonne verboten waren. Ich war inzwischen nicht mehr in Studentenverbänden aktiv, sondern in revolutionären Gruppen. Aber die Unis sollten weiterhin ein Ort der Kritik und des Protests bleiben. Daher war die Eröffnung dieser Fakultät ein wichtiger Moment, denn dann würde man die Studenten sehen. Wir kamen gleichzeitig mit ihnen an. Diese Uni erschien einem wie eine Neuauflage des American Dream. Auf dem Campus standen Bäume, man war auf dem Land. Ein Campus im wahrsten Sinne des Wortes. Außerhalb der Stadt, für Frankreich eine Premiere. Mit einer Einschränkung. Man konnte dort nicht übernachten. Es wurde kein Wohnheim gebaut wie an der Uni Nanterre. Vermutlich hat man da auf Nummer sicher gesetzt.
Mir kam es vor, als wäre ich in einem Provinzflughafen gelandet. Alles aus Glas und Aluminium. Es gab einen Haupteingang, aber der war nicht so massiv, wie man ihn von den anderen Unigebäuden gewohnt war. Ich fand den Ort amüsant. Für die damalige Zeit war die Fakultät sehr modern. In jedem Raum gab es Fernseher für den Unterricht. Eine Top-Ausstattung. Alles neu und sauber. Es waren vorwiegend kleine Räume, mit allem Komfort. Durchgängig Teppichboden, fast überall Telefon. Wie wirkt das auf den Linksradikalen? Überall Teppich, Telefon, Fernseher. Uns gefiel es. Davon hatten Sie nicht geträumt. Nein, aber es gefiel uns. War doch nett. In jedem Fachbereich gab es Vollversammlungen, in denen die Leiter ihre Vorhaben erläuterten und die Studenten jeweils ihre Meinung dazu sagten. Ich weiß noch, da ich vorher Geschichte und Erdkunde studiert hatte, besuchte ich das Geographieplenum und brachte eine erkenntnistheoretische Kritik vor. In der Startphase war alles sehr offen. Am Anfang hieß es, alle Macht den Studenten, sie treffen die Entscheidungen. Und genau das haben wir ihnen in der ersten Vollversammlung gesagt. Wir stellten uns hin. Und nun bitte eure Fragen. Es gab nur eine einzige. Wann fängt der Unterricht an? Dann wurde hin und her beratschlagt und versucht, ein Programm aufzustellen, das totale Wirrwarr. Doch eines schönen Tages haben wir einfach angefangen. Deuxième point, le matériel auquel vous venez de faire allusion appartient au centre universitaire de Vincennes. À qui appartient le matériel du centre universitaire de Vincennes, sinon à ceux qu'il compose? On vous propose précisément de faire des commissions pour en disposer et juger de l'ensemble du gouvernement. Pour se servir de ce matériel, il faut des responsables techniciens. Bien. Deuxièmement, si vous désirez vous servir de ce matériel, demandez-le. Pour moi, il me semble évident, d'après ce que vous avez dit depuis le début de cet AG, que vous êtes contre le fait de se servir des moyens qui sont ici pour faire une information véritable et militante. Il s'agit de savoir si vous acceptez de poser ce problème de cette manière-là, en quoi on peut utiliser le cinéma pour une action politique, ou si vous voulez faire de l'étude du cinéma simplement une étude esthétique. Peut-être vous ne savez pas qu'il existe des tas de films qui ont été faits par des professionnels, des non-professionnels, des étudiants d'école de cinéma, et que ces films sont des documents d'information qu'on utilise maintenant contre l'intoxication, contre ceux qui essayent d'enterrer ce qui s'est passé au mois de mai. Alors je pense que déjà, ça, c'est une proposition intéressante pour les étudiants en cinéma, de voir ces films, de voir ce qu'on peut faire avec des films, et pas discuter abstraitement ou théoriquement de l'art cinématographique avec un grand A. Alles wurde von irgendwoher zusammengetragen. Einen Studiengang für Filmwissenschaft hat es schließlich noch nie gegeben. Das war nie gelehrt worden. Am Ende war es eine bunte Mischung aus Filmemachern wie Rivette oder Jean Pernlevé, aus Filmwissenschaftlern, Technikern und dazu jede Menge Dozenten, die eigentlich etwas anderes unterrichtet hatten und die sich auf das Abenteuer Vincennes einlassen wollten. Die meisten von uns hatten keine Filmhochschule besucht. Narbonnier hatte Medizin studiert, ich Jura und Politikwissenschaft. Wir waren Neulinge. Die Leute kamen von überall. Godard hatte sich übrigens als Leiter der Filmabteilung beworben. Im Antwortschreiben wurde er gefragt, ob er zur Familie des berühmten Cineasten gehört, worauf er es dann bleiben ließ. Ich weiß noch, dass Bresson Lust hatte, einen Fachbereich wie den in Vincennes zu leiten. Bei allen herrschte großes Interesse. Man hatte auch tatsächlich das Gefühl, an diesem Ort passieren wichtige Dinge. Aujourd'hui, les étudiants de Vincennes ont passé différents tests et ont dialogué avec les enseignants. Pendant quelques jours, cela sera encore la mise en place. Il faudra attendre la fin de semaine pour que les cours commencent véritablement. On a beaucoup parlé du pari, voire du défi de Vincennes. Pour vous, est-ce que Vincennes est une faculté comme les autres ?
Non, Vincennes est une faculté qui a des chances extraordinaires, qui est très nouvelle et qui peut avoir un avenir très merveilleux si tous les étudiants prennent leur rôle, leur destinée à cœur et participent à l'élaboration de cette faculté. Les cours du soir à l'intention des salariés sont-ils assurés? Alors du côté des salariés, vous savez que Vincennes fait un effort important, c'est même une des originalités du centre. Les cours fonctionneront jusqu'à 22h dans l'immédiat dès cette semaine, plus tard jusqu'à 23h, peut-être même certainement le samedi, peut-être même le dimanche. Et nous faisons dès maintenant un effort très grand de ce côté-là. Definition lapidaire. Kurz und bündig, ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Oder anders gesagt, ich bin ein Schulversager. Und plötzlich ein Wunder. Eine Universität, die es Nicht-Abiturienten ermöglicht, eine Ausbildung zu machen, die ihnen verwehrt geblieben ist oder die sie vermasselt haben. Man musste nur 2-3 Jahre Berufstätigkeit vorweisen. Das war genial. Diese Chance darfst du dir nicht entgehen lassen. So gehörte ich zu den Ersten, die sich immatrikuliert haben. Für mich war das wie eine Revanche. Am Leben, an der Schule und am Studium, das ich nie hatte absolvieren können. Ein Traum. Ich komme aus einer Bauernfamilie mit 9 Kindern aus dem ländlichen Yvelines, wo ein Studium überhaupt nicht in Frage kam. Eine Schwester von mir hatte es versucht, aber es ging in die Binsen. Ich weiß nicht, ob es eine Geldfrage war. Meine Eltern waren ziemlich autoritär. Die Uni war nur was für Bürgerliche. Und so fing ich mit 17 an zu arbeiten. Ich lernte mit größter Mühe Maschine schreiben auf einer alten Underwood, die es heute nur noch im Museum gibt. Es fiel mir so schwer, dass ich heulte. Ich träumte von etwas anderem. Dann begannen die 68er-Unruhen. Das akademische Milieu war mir fremd. Meine erste Berührung damit hatte ich im Hof der Sorbonne, nach einer Demo. Demos wiederum gefielen mir. Ich war ziemlich rebellisch. So habe ich mich schließlich hier in Vincennes eingeschrieben, auf Drängen meines Freundes. Falls es hier an dieser Stelle war, müssen noch meine Schweißspuren zu sehen sein. Denn ich bin vor Angst schier umgekommen und habe gezittert wie Espenlaub. Ich dachte, ich gehe auf diese Uni. Unglaublich. Ich habe eine neue Welt entdeckt. Bis dahin hatte ich es nur mit Lagerarbeitern im Blaumann zu tun. Ich selbst trug auf dem Güterbahnhof einen grauen Kittel. Das erste Mal in Vincennes gingen mir die Augen über. Bin ich hier auf dem Mond gelandet? Ich nehme ein Formular, setze mich an eine Tischecke und fülle es aus. Dann kommt jemand, was wollen Sie studieren? Ich reise gerne, ich möchte die Osterinseln sehen. Das war immer eine Marotte von mir. Ich möchte Geografie studieren. Warum gerade das? Weiß der Kuckuck. Dann treffe ich einen Professor, der mich fragt, lesen Sie die Zeitung Le Monde? Ich, nein, tue ich nicht. Darauf er, sollten Sie aber. Und so habe ich mich fast durch Zufall an der Uni von Vincennes eingeschrieben. Schon bald konzentrieren sich alle Hoffnungen auf die Universität von Vincennes. Die einen träumen von einem neuen Leben. Die anderen haben sie als Stützpunkt für die anstehende Revolution gewählt. Für die Linksaktivisten besteht Anfang 69 kein Zweifel. Ein frischer Wind wird von diesem Wald ausgehen.
Eine ziemlich lange Zeit konnten wir Linken tun und lassen, was wir wollten. Die ganze Aura an diesem Ort war extrem aufregend. C'est-à-dire qu'il faut d'abord discuter d'un principe fondamental, encore une fois, pour déterminer les meilleurs moyens de poursuivre la lutte. Et c'est sur cette base-là que le comité d'action, dans ses discussions, a pensé qu'il était possible de trouver d'autres formes de lutte plus appropriées à la situation présente. Il s'agit de trouver comment est-ce qu'on va s'organiser. Soit... Es war schon eine verrückte Uni, wie es sie vermutlich kein zweites Mal geben wird, weil sie von der 68er-Bewegung getragen wurde. Vincennes war einer der letzten Orte, wo man den Geist vom Mai 1968 noch spüren konnte, als er bereits beerdigt war. Es war eine Ansammlung von Gleichgesinnten. Lauter Linke oder Linksextreme, beziehungsweise extrem Linksextreme. Am weitesten rechts war noch die KP. Etwas weiter links standen die Trotzkisten. Dann kamen die Maoisten. Und ganz links gab es noch die Situationisten. In diesem Milieu mochte man meinen, die Welt sei im Begriff, sich zu verändern. Untereinander bestanden zwar Widersprüche, doch prinzipiell teilten alle dieselben Ideen. Hier in Vincennes sind die Linken zu Hause, was sie schon bald demonstrieren. Niemand weiß mehr warum. Doch genau 3 Wochen nach ihrer Eröffnung erlebt die Uni ihre erste Besetzung. Es sollte bei weitem nicht die letzte sein. C'est à 1h du matin que les forces de police, 200 gendarmes mobiles, matraques à la main et armes à la bretelle, sont venus mettre fin à l'occupation de l'université de Vincennes, commencée vers 19h après une assemblée générale de professeurs et d'étudiants. Die Uni ist umzingelt von Spezialkräften. Also werden Barrikaden errichtet. In aller Eile werden Tische und Stühle aufeinander gestapelt. Das Ganze über die Treppen bis in den 2. oder 3. Stock hinauf. Auch die Aufgänge werden blockiert. Kurz nach Mitternacht rückt die Bereitschaftspolizei an. In Schildkrötenformation und mit Schutzschilden. Und postiert sich an der Treppe. Ein Landschaftsgärtner hatte die feinsinnige Idee gehabt, vor dem Gebäudeeingang Unmengen von Kieselsteinen auszulegen. In dieser Größe etwa. Wohl als Referenz an 68. Ich war mit Michel Foucault da. Es war zu komisch. Er rannte zu dem Haufen hin, griff sich einen Stein und als wir an den Treppenpfeiler kamen, zählte er 1, 2, 3, warf seinen Stein, man hörte das Bum, Bum, Bum auf den Polizeischilden, dann hat er das weitergesucht. Ich weiß noch, plötzlich hatte jemand einen Feuerlöscher in der Hand und Foucault schrie, ich will wissen, wie das Ding funktioniert, wenn die Polizei kommt. Die Stimmung war schon sehr speziell. Intellektuelle, die wir nur vom Namen her kannten, waren mit einem Mal genauso durchgeknallt wie wir und genauso glücklich wie wir. Ob Foucault mit einem Feuerlöscher auf die Polizisten gezielt hat, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass wir mit den Letzten festgenommen wurden, was uns viel Ruhm verschafft hat, weil wir länger standgehalten haben als die anderen. Denn wir verschanzten uns auf dem Dach und das bei meiner Höhenangst. Das war unser erstes Abenteuer mit der Polizei. Das erste von vielen. Ein halbes Jahr nach der Eröffnung hat Vincennes nichts mehr von einem properen Provinzflughafen. Als der Gewerkschaftsbund einen Rundgang organisiert, um Arbeiter zur Immatrikulation zu ermuntern, herrscht bei der Abordnung blankes Entsetzen.
Quand on voit la différence entre les prolos qu'occupent une entreprise et l'amour qu'ils mettent à entretenir leur bécane et ça, ça tourne à la connerie. Je trouve ça épouvantable, moi. Je trouve que c'est vraiment scandaleux de penser que des gens qui seront un jour les futurs cadres de la société puissent en arriver à détruire ce que des ouvriers ont si consciencieusement construit pour donner à chacun le droit de s'instruire et d'avoir sa place dans la société. Je trouve ça un scandale. So bleibt der Werbefilm in den Schubladen der Partei. Die linken Parolen an den Wänden haben der Begeisterung der Apparatschiks einen Dämpfer versetzt. Die Kommunisten toben vor Wut, gilt doch Vincennes als ihre Domäne. Bei den ersten Wahlen für den Verwaltungsrat, der die Uni leiten soll, wird aus der schwelenden Krise ein offener Schlagabtausch. Vincennes war quasi eine Oase, ein extraterritoriales Gebiet. Heute würde man Offshore sagen. Ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Daher gab es auch interne Kämpfe gegen die Linksradikalen. Bei den Wahlen 69 hätten sie Vincennes um ein Haar an die Wand gefahren. Das mit dem Chaos stimmt so nicht. Die Universität funktioniert gut, absolut reibungslos. Es gibt Fachbereichsleiter, die regelmäßig mit den Studenten im Plenum tagen. Die Studenten sagen, was sie zu sagen haben. Die Dozenten ziehen ihre Schlüsse daraus und die Dinge gehen voran. Wo ist das Problem? Es gibt keins. Was die Obrigkeit stört, ist, dass der Geist von 1968 in Vincennes fortlebt und sich bewährt. Dann kam eine Mahnung von Edgar Faure aus der Regierung. Schluss mit den Faxen, ohne Wahlen wird die Universität geschlossen. Wir nahmen ihm beim Wort. Wenn das so ist, mach eben die Uni dicht, dann wird es keine Wahlen geben. Aktiven Boykott nannten wir das. Boykott aktiv für uns. Voilà, nous sommes venus ce matin à 9h30 à Vincennes pour voir comment se passaient les élections. Nous aurions bien voulu vous montrer ce qui se passe très démocratiquement. Malheureusement, vous, comme vous pouvez le constater, nous avons été absolument empêchés de travailler. Nous avons été absolument empêchés de travailler par des étudiants. Damit Tumulten zu rechnen war, wurde ausgelost, welche Dozenten die Aufsicht an den Urnen übernehmen sollten. Das Los fiel auf Jean-Pierre Richard und mich. Mist. Dann tauchten die Studenten im Flur auf. Es waren auch welche von uns darunter. Sie kannten uns und hatten nicht vor, uns die Birne einzuschlagen. Also schickten sie eine kleine Abordnung los und verkündeten, wir wollen die Wahlen verhindern, also demolieren wir die Urnen. Ich? Nur zu? Aber euch wollen wir nichts antun. Also haben wir ein Vorgehen verabredet. Wir stellen uns in den Weg und ihr macht, was ihr wollt. Okay, dann rammen wir die Tür ein. Sie warfen sich zu viert gegen die Tür und wir wurden nach innen geschleudert. Wir schnappen uns die Urnen und zerstören sie. Wir werfen sie aus dem Fenster. Herrlich war das, wie in einem Godard-Film. Das Wetter war grau und die Urnen mit ihrer grau-grünen Farbe passten zum wolkenverhangenen Himmel. Dann schmissen wir die Urnen aus den Fenstern des Philosophiegebäudes rings um das Bassin. Sie waren nicht so schwer und es dauerte, bis sie unten ankamen. Sehr ästhetisch das Ganze. Einige Wahlurnen trieben im Wasserbecken. Zu François Châtelet, der mir über den Weg lief, meinte ich, was für ein schöner Tag. Er, oh ja. In der Luft lag kämpferische Begeisterung. Natürlich darf man das nicht einfach hinnehmen. Jetzt werden große Geschütze aufgefahren. Unterstützung wird angefordert und der Zugang zu den Räumen der Arbeitergewerkschaft bewacht. Von starken Männern. Natürlich. Das waren keine... Keine halben Portionen. Nein, das waren keine Hänflinge. Sie hatten abschreckende Wirkung, würde ich mal formulieren. Und verwehrten den Anarchos, die partout für Ärger sorgen wollten, den Zugang. Am späten Nachmittag hatten wir es dann geschafft. Die Wahlen waren über die Bühne. Das Ergebnis wurde ein bisschen frisiert, damit es nicht komplett lächerlich war.
Wir ließen ein paar Leute wählen, die nicht hatten kommen können. Aber auf dem Papier gab es am Ende einen Verwaltungsrat. Wir waren 20, 25 Jahre alt und besaßen null Erfahrung. Es gab keine Erwachsenen, mit denen wir hätten reden können. Niemand Erfahrenes. Wir waren eine verwaiste revolutionäre Generation mit niemandem im Rücken, der sagte, bedenke dies und jenes. Da war keiner. War es ein gutes Jahr in Vincennes? Ja, klar. Es war ein schönes Jahr. Wir waren da draußen abgeschnitten von der Welt. Das war der eine Aspekt. Alles war irgendwie fantastisch, magisch, wie die Krönung eines Traums. Schon im Konzept von Vincennes, in dieser universitären Idee, steckte ein spannender Traum. Aber wir verfolgten ja in erster Linie eine politische Strategie. Und so war für uns vieles nur begrenzt akzeptabel. Ein paar Monate später zogen wir wieder vor die Fabrik. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y'en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail, marre de la machine qui nous saoule la tête, marre du chefaillon, du chrono qui nous crève, marre de la vie d'esclave, de la vie de misère. Écoutez-les, nos voix, elles annoncent la guerre. Nous sommes les nouveaux partisans. Als ich Vincennes im Wald entdecke, tummelt sich hier ein buntes Völkchen. Welten entfernt von den adrett gestylten Leuten der ausgehenden 60er. Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahrzehnt. Inzwischen unterrichtet mein Vater Robert Linard auf den Ruf von François Châtelet hin im Fachbereich Philosophie. Ich schließe diese Universität sofort in mein Herz. Das Beste ist der riesige Flohmarkt direkt am Eingang. Souk genannt. Einige haben den penetranten Geruch nach Merguez-Würstchen gehasst. Mich hat das nie besonders gestört. Mir gefielen die Stände. Ich habe auch öfter was gekauft, Kleider, Hemden. Es war lustig. Im Eingang zur Uni ein orientalischer Bazar. Ich bin da gerne durchgelaufen. Haben Sie auch Hemden dort gekauft? Nein. Das habe ich gemacht. Irene hat sie gekauft. Souks gab es die ganze Zeit. Das Ganze war ein einziges Durcheinander. Im großen Eingangsfoyer stieß man auf einen unglaublichen Bazar. Es ging zu wie bei den Tempelhändlern. Da wurde stundenlang gefeilscht und gezankt. Gleichzeitig war das Wissen immer präsent. Es durchdrang alle Räume. Du bist irgendwo reingegangen, kein Hahn hat danach gekräht, ob du Student warst oder nicht. Hast dich hingesetzt und ein, zwei Stunden lang Dinge gehört, die dich für den Rest deines Lebens geprägt haben. Die herausragendsten Linguisten, Psychoanalytiker, Philosophen, Historiker und Filmemacher, französische wie ausländische, sind hier. Keine US-Universität könnte sich, nicht mal mit den heutigen Mitteln, ein solches Star-Aufgebot leisten, wie Vincennes es zu bieten hatte. Man stieß die erste Tür auf und landete bei Deleuze. Hinter der zweiten war La Passade und hinter der dritten Foucault. Die Leute waren perplex. Bei den allergrößten, allen voran Deleuze, Lyotard und Châtelet, war die ganze erste Reihe mit Tonbandgeräten vollgestellt.
Imaginez, le petit Sacher Mazoc, il naît, son père est directeur de prison, il naît dans une prison. Est-ce qu'il appréhende son père, ou est-ce qu'il l'appréhende comme gardien de prison? J'irais, et même déjà bébé, même avant de parler, vous me direz, il n'a pas de comparaison. Il n'a pas de comparaison. Il n'y a pas lieu à faire une comparaison. Hein? Il ne parle pas, il ne se dit pas, je suis dans une prison, ou mon père dirige la prison. Ce qu'il éprouve, c'est une certaine constellation très, 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 très impressionnante, qui est celui d'une puissance sur un endroit noir et fermé. Et peu importe qu'il ne compare pas, qu'au besoin, il ne sache même pas qu'il y a d'autres endroits, mais je dis, ça va de soi que tout petit déjà, il ne vit pas simplement son père comme père, il vit son père sous la puissance, père, et E.T., et tout ça étant indissociable, père et gardien de prison. Deleuze schrieb, während er sprach. Er war ein sokratischer Lehrer und strotzte nur so vor Intelligenz. Wie er jeden Text kommentiert hat, mit seiner melodischen Stimme, die ich immer mit der von Charles Trenet verglichen habe. Das waren noch echte Lehrmeister. Keine Gelehrten im Elfenbeinturm, die ihre Gedanken im gleichen Zug entwickelten, wie sie lehrten. Wirklich außergewöhnlich. Gut, kann ich mich auch noch an Michel Foucault erinnern. Ein erstaunlicher Mann mit seinem weißen Rollkragenpulli und dem eleganten Jackett. Sobald er den Mund aufmachte, war er ein Ausbund an Gelehrtheit. Vous m'avez dit tout à l'heure, je crois que tout se passe comme si le pouvoir n'était rien d'autre que quelque chose qui produisait du réel pour que les intellectuels aient le plaisir d'en parler. Alors, je répondrai ceci, c'est que si vraiment le pouvoir ne crée d'autre réel que celui qui donne l'occasion aux intellectuels de parler, comme le pouvoir, c'est une chose agréable. Deuxièmement, vous m'avez demandé pourquoi je parle du pouvoir. Bien, quand si j'ai parlé de l'enfermement des fous, c'est parce que l'enfermement des fous existait et que je souhaitais que l'enfermement des fous n'existe plus. Si j'ai parlé du système carcéral, c'est parce que le système carcéral existait et que je souhaitais qu'il n'existe plus. Maintenant, si vous me demandez pourquoi je parle de ce dont je parle, je vous dirai que je parle de ce dont je parle parce que ça me fait plaisir, et qu'il n'y a aucune loi, aucun pouvoir, aucun flic, et pas même mes amis les juges, qui m'empêcheront de dire ce que j'ai envie de dire. Personne n'est forcé de me lire ni de m'entendre. Warum verließ Foucault Vincennes so schnell? Er hatte schon lange geplant, sich am Collège de France zu bewerben. Dann machten ein paar Studenten in seinem Kreis offen Front gegen ihn. Foucault, du hältst Vorlesungen, aber wir sind hier nicht an der Sorbonne. Da dachte er dann wohl, ihr könnt mich mal, und ließ sie reden. Mit dem Ergebnis, dass die meisten über kurz oder lang fernblieben. Das bestärkte ihn noch mehr in seinem Wunsch, ans Collège de France zu wechseln. Sobald er dort aufgenommen war, rannten alle Studenten aus Vincennes heimlich in seinen Unterricht ans Collège. Ziemlich lächerlich, die ganze Geschichte. Foucault hielt es nicht lange aus. Übrigens gut verständlich, denn Vincennes war schon abenteuerlich. François, mein Mann, lehrte damals an einem renommierten Gymnasium in der Vorbereitungsklasse für die École Normale Supérieure und wurde von Foucault angesprochen, ob Vincennes nicht was für ihn wäre. Er hat sich nicht getäuscht, der Ort war was für ihn. François fuhr dann viele Jahre raus nach Vincennes mit ungebrochener Begeisterung und immer mit einem Lächeln im Gesicht nach dem Motto, was ich heute wohl dort erleben werde. La question philosophique que pose ce genre de technique, c'est de déterminer quels sont les effets de cela. Hein? Or, il est bien clair que les effets correspondent tout à fait au phénomène d'atomisation de nos sociétés bureaucratiques. Il s'agit de rendre vivable et légitime, valable, l'atomisation des sociétés bureaucratiques. Ils ont ouvert une IV de trans, c'est même ce que je vois. Non, un exemple, je donne un exemple. Moi, j'étais surpris de voir ça. Moi, personnellement, j'étais très surpris de voir ça. Je pense, bon, ce qui m'intéresse,
Es machte viel Spaß, hierher zu kommen, wegen der herrschenden Freiheit und der Qualität der Studenten. Alle hier hatten die gleiche Motivation. Sie wollten etwas lernen. Sie wollten verstehen und den Dingen auf den Grund gehen, ungeachtet des Berufs. Das waren keine Streber. Es war ein extrem angenehmes Miteinander. Niemals hat sich die Frage gestellt, die heute entscheidend wäre, nämlich: Studieren wir, um einen Beruf zu erlernen, um eine gesicherte Zukunft zu haben? Nein, denn die Zukunft spielt nicht morgen, sie spielt heute. Wir erleben sie gerade. Der ökonomische Kontext war ein ganz anderer. Unsere Studenten kamen 3 Monate, besuchten ein Semester lang einen Kurs und gingen dann wieder zurück an ihre Arbeit. Da wurde viel improvisiert. Sie haben sich an ihrem Arbeitsplatz Urlaub genommen, um die Uni zu besuchen. Nach Vincennes kamen sogar ein paar Prostituierte aus dem Wald, darunter eine schillernde Persönlichkeit, die Pornodarstellerin Claudine Beccari, eine militante Frauenrechtlerin, die hier Literatur studierte. Im Fachbereich Geschichte gab es eine bezeichnende Episode, die damals in aller Munde war. Ein LKW-Fahrer war nach Vincennes gekommen, angeblich, weil er einer Studentin nachstieg. Plötzlich saß er hinten in der Klasse, was möglich war, weil nichts und niemand kontrolliert wurde. Der Zugang zum Wissen stand allen offen. Ich habe Schranktüren aus Metall geliefert und montiert. Für diese Arbeit hatte ich einen Lieferwagen. Ich ging dann in die Cafeteria und schloss Bekanntschaften. Mit der Zeit gefiel es mir immer besser. Irgendwann fand ich den Ort so nett, dass ich dachte, ich schreibe mich hier ein und studiere. Geschichte ist eher durch Zufall zu meinem Beruf geworden. Vermutlich müsste ich sagen, es wäre infolge einer wohlüberlegten Entscheidung passiert. Aber so ist es nicht. Ich war der Lastwagenfahrer. Der es am Ende bis zu einer Professur für die Geschichte des Mittelalters brachte. Ich muss einfach ein paar Worte über die wunderbaren Lehrkräfte verlieren. Sie haben mein Leben von Grund auf verändert. Am Anfang hatte der Zufall seine Hand im Spiel, aber dann waren es die Dozenten, die meine Liebe zur Geschichte weckten. Das kann ich nicht genug betonen. Unter ihnen waren Leute wie Madeleine Reberioux, wie Jacques Julliard und Michel Binoc. Nicht zu vergessen Jean Bouvier. Die Begegnung mit ihm war für mich so einschneidend, dass ich nach dem Abschluss unter seiner Leitung weitergeforscht habe. Das waren wirklich Leute, die einem die Geschichte und das Arbeiten schmackhaft machten. Ich war berufstätig und konnte nur am Abend oder an Samstagen Kurse besuchen. An anderen Universitäten gab es eine solche Möglichkeit nicht. Da gab es keine Abendkurse. Daher kam für mich nur Vincennes in Frage. Es war kein gewöhnliches Seminar. Vielmehr wurde lebhaft diskutiert, wie bei den alten Griechen. Vincennes hat die Menschen schlau gemacht. Wirklich. Wenn man rauskam, war man klüger als vorher. Vielleicht waren wir schon intelligent, aber wir wussten es nicht. Hier hat man uns geholfen, das herauszufinden. Das Herrliche an Vincennes: diese Schule war kein Gefängnis. Als Kind hatte ich das so empfunden und bin oft abgehauen. Ich habe viel verpasst, wegen der Lehrer damals.
Zum Glück konnte ich den Rückstand in Vincennes aufholen. Denn es stimmt, im schulischen Bereich liegt in Frankreich einiges im Argen. Das kann ich nicht begreifen. Wie viele Kinder schwänzen die Schule? Vielleicht hätten auch sie eines Tages gern ein Vincennes, um nochmal anzufangen. So ist es nun mal. Schade. Bald gilt Vincennes als das französische Berkeley. Alle Welt strömt auf die Lichtung, fasziniert von der Kreativität des Unterrichts, wie er in Frankreich beispiellos ist. Ob in Musik und Erziehungswissenschaften, Linguistik, Informatik oder Psychoanalyse. Die Einrichtung eines Fachbereichs Psychoanalyse durch Serge Leclerc war ein Novum. Leclerc dachte unglaublich weit und offen. Engagiert wie er war, hatte er die Abteilung für alle Strömungen geöffnet. Hier lernte ich Michel de Certeau kennen. Ich besuchte sein Geschichtsseminar. Wenn ich mich zur Historikerin berufen fühlte, dann durch ihn. Die Begegnung mit Certeau war maßgeblich für mich. An der Universität die Psychoanalyse zu entdecken, war eine echte Revolution. Noch heute, Jahrzehnte nach der Reformuni von Vincennes, gibt es in ganz Frankreich keine echte Abteilung für Psychoanalyse. Haben Sie in Vincennes den berühmten Vortrag von Lacan miterlebt? Das Audimax war schwarz von Leuten. Es gab eine denkwürdige Szene, als ein Typ sich vor Lacan ausziehen wollte. Der meinte nur, los, machen Sie weiter. Einen kurzen Moment lang war nicht er, sondern dieser Spinner verunsichert. Lacan äußerte dann folgenden erstaunlichen Satz. Ich werde Ihnen sagen, was Sie wollen. Immerhin wandte er sich an die Elite des lokalen Protests, also spitzten alle die Ohren. Dann verkündete er, was Sie wollen, ist ein Lehrmeister. Und den werden Sie bekommen. Das Herrliche an Lacan war, er stellte sich der Kritik. Er ließ den Protest gegen ihn zu. Dabei war er selbst der Widerstand in Person. Im Übrigen stellte er auch die Uni Vincennes in Frage. Vincennes, Hochburg des Protests, Eldorado der Roten, Speerspitze des Sittenwandels. Im Wald wird der Feminismus ebenso geboren wie die Verteidigung der Rechte von Homosexuellen. Ich bin noch zu klein, um die Tragweite dieser Kämpfe zu ermessen. Aber eines weiß ich sicher. Irgendwann werde auch ich zu diesen langhaarigen jungen Leuten gehören, die studieren, sich in der Sonne räkeln und immerzu politisieren. Dites-moi, est-ce que vous adhérez au MLF ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Bah, je vais à des réunions, quand j'ai le temps. Ich engagierte mich gegen den Vietnamkrieg. Aus den USA kam eine Subkulturbewegung zu uns. Über amerikanische Freunde erfuhren wir dann von einem Frauentreffen. Eine Gruppe mit ganz unterschiedlichem Hintergrund. Ein paar erzählten von einer Erfahrung, die sie in einer Vorstadt gemacht hatten, so eine Art Protestmarsch.
Eine öffentliche Frauenaktion, dachten wir da, das wäre was. Bloß wo? Und dann hatten wir die Idee, warum nicht in Vincennes? Freundinnen von mir, Frauen, denen ich täglich begegnet bin, haben diese Kundgebung vorbereitet. Ich glaube, das war die erste Demo der Frauenbewegung in Paris. Wir hatten ein Shirt mit dem Symbol der amerikanischen Frauenbewegung angefertigt. Das geschah in der Repro-Werkstatt von Vincennes, die von Anarcho-Freunden geführt wurde. Das Motiv hatten sie aufgemalt. Es kam gut an. Wir hatten uns im Hörsaal A versammelt, zunächst Männer und Frauen gemischt, bis es irgendwann hieß: Okay, Jungs, raus mit euch. Wir müssen was unter Frauen besprechen. Ich habe mich aufgeregt. Was soll der Blödsinn, Mädels? In diesen Worten wirklich. Der Geschlechterkonflikt hat hier nicht zu suchen. Dieser Konflikt wird bestimmt nicht jetzt gelöst. Zuerst ringen wir das Kapital nieder. Und wenn das Kapital besiegt ist, regeln wir diese Probleme unter uns. Da haben sie sich auf mich gestürzt. Ich hatte recht jung das Abi gemacht und kam aus einer konservativen Familie. Mein Vater, ein Italiener, war sehr traditionsbewusst. Mir ging es um meine Rechte als Frau. Ich führe mein Leben so, wie ich es will. Ich habe ein Recht auf meine eigenen Ideen und bestimme meine Lebensweise. Aber das war schwierig. In Vincennes zu sein, hat mich aufgebaut, weil ich sah, dass ich nicht die Einzige bin. Es gab sowas wie eine Gemeinschaft. Da blies ein Hauch von Freiheit. Vielleicht war es nur ein Traum, aber wir glaubten an eine Gesellschaft, in der alle gleichberechtigt sind und jeder dieselben Chancen auf Wissen hat. Ich war nebenher berufstätig. Vincennes war wohl der einzige Ort, wo ich unter diesen Bedingungen studieren konnte. Hat Vincennes ihr Leben verändert? Es hat weniger mein Leben verändert, als dass es mir erst erlaubt hat, mein eigenes Leben zu führen. Das heißt, ich selbst zu sein. Das ist das Wichtigste. C'est un cours d'algorithmique. Et ben, on est en train de faire maintenant les suites formelles. Wenn es das Wetter zuließ, wurde der Unterricht auf den Rasen oder in den Wald verlagert. Wir gingen in die Natur, dahin vielleicht, oder hierhin, oder unter diese Bäume. Da. Und dann hat sich die ganze Klasse auf den Boden gesetzt. Sobald irgendwo was los war, gingen wir raus und haben die Leute befragt. Bei einem Streik oder sonst irgendeinem Ereignis fand der Unterricht auf der Straße statt. Mal in Form einer Umfrage, mal einer Demo. Nous allons continuer notre cours sur la société féodale et je vous rappelle que la semaine dernière et je vous avais dit que si l'on voulait caractériser d'un mot l'Occident vers l'an 1000, il fallait dire que c'était un monde essentiellement rural, y compris sa frange ibérique et les pays jadis très urbanisés
Die Uni sollte nach außen offen sein. Sie sollte die Welt draußen zum Thema machen, aber auch die Begegnung mit ihr suchen. Als Ort der Lehre, des Wissens und der Reflexion mussten wir diesem Anspruch der Öffnung gerecht werden. Und so fand ich mich immer sonntagmorgens mit meinen Studenten bei den Wellblechhütten in Paris-Saint-Denis ein. Die Siedlung war umzingelt, stand von allen Seiten unter Druck. Im ganzen Viertel gab es kein Trinkwasser, also haben wir dort einen Brunnen gebaut. Der Gedanke dahinter war, dass wir, dienen wäre zu viel gesagt, aber dass etwas Nützliches daraus erwächst. Es aufnehmen mit der Realität. Nicht bloß intellektueller sein, der Wissen abspult. Genau das beseelte auch meinen Vater, als er in Vincennes lehrte und dabei weiter linksradikale Positionen vertrat. Bei den Vorarbeiten zu diesem Film wusste ich, dass ich auf seine Aussage nicht zählen konnte. Denn er schweigt all diese Fragen seit vielen Jahren tot. Aber dank der Archive entdeckte ich ihn in einem Interview, das von der Filmabteilung der Uni aufgezeichnet worden war. Kostbare, seltene Bilder, auf denen ich ihn so erlebe, wie ich ihn in Erinnerung habe. Knapp 40 Jahre sind diese Äußerungen nun alt. Sie decken sich mit denen meiner Interviewpartner. Il me semble que ce sont des choses très importantes parce que, on est très peu informés. La presse et la télévision sont, comme vous le savez, extrêmement muselées. Donc les universités, à l'heure actuelle, jouent un rôle évidemment limité, mais très important dans la communication de l'information. Ça pourrait être la vocation d'une université comme Vincennes. Dans ce cas-là, il faut qu'elle se mette, si elle se met à gauche... Il y avait vraiment un mélange comme ça de... Es gab eine Mischung aus realem Leben, Kreativität, Intellekt und aus Politik. Beides verschmolz miteinander, wie ich es so nie wieder erlebt habe. Überall in Vincennes findet man diese beispiellose Mischung aus Wissen und Politik, Lehre und Aktivismus. Auf den Plakaten, die sich mit Graffitis den Platz streitig machen, wie im gelebten Alltag. Raumbesetzungen sind an der Tagesordnung. Dazu kommen Streiks des Immatrikulationsbüros, weil möglichst viele Studenten aufgenommen werden sollen, auch wenn sie nicht die nötigen Papiere haben. Einer der härtesten Kämpfe wird um den Status des Reinigungspersonals ausgefochten. Dahinter stand der kompromisslose Einsatz für das oberste Ziel. Jeder soll sein Leben verändern dürfen. Vincennes gab einem die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben, was anderes zu werden. Als ich aus meinem Dorf hier ankam, war ich blutjung. Damals gab es eine große Sozialbewegung. Die Arbeiter sollten die gleichen Verträge erhalten wie das übrige Unipersonal. Es gab 16 Reinigungskräfte. Alle waren afrikanische Einwanderer aus Marokko oder Algerien. Die wurden damals noch leicht abgeschoben. Ich hatte ausgerechnet, wie viel die Uni sparen würde, wenn die Leute richtig eingestellt würden. Also nahmen wir die Sache in die Hand. Es kam zum großen Streik mit der Forderung, 1000 Francs für alle und vor allem die Festanstellung der Reinigungskräfte zu bezahlen aus dem Etat der Uni. Das ging 6 Monate.
Es war ein erbitterter Streik mit heftigen Ausschreitungen. Der Unipräsident wurde gefangen genommen. Damals ein Mann von der KP, Friou. Er war 3 Tage in unserer Gewalt. Friou ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, obwohl er als Verräter der Arbeiterklasse beschimpft wurde. Aber er blieb freundlich. Zum Beispiel wollte er nicht, dass die Polizei gerufen wird. Die Geiselnahme war schon ein Übergriff. Ich akzeptierte sie aber. Sie akzeptierten, dass man sie festsetzt? Natürlich. Sie würden mich schon nicht umbringen. Außerdem hatte ich mich der Aktion prinzipiell angeschlossen. Im Kern war ich dafür. Im Kern? Aber du warst Opfer einer Gewalttat und hast immerhin eine Woche im Krankenhaus verbracht. Sie bekamen einen Herzinfarkt. Ja. Ich habe erst vor kurzem erfahren, dass er ins Krankenhaus musste. Und seine Freunde damals bat, es nicht weiter zu erzählen. Ganz schön anständig. Verrückt, wie gedankenlos wir waren. Wir erreichten tatsächlich die Festanstellung der Reinigungskräfte. Heute würde man dazu siegreicher Kampf gegen prekäre Arbeitsverhältnisse sagen. Das Wort prekär gab es damals noch nicht. Doch es trifft den Nagel auf den Kopf. Schön wäre es, wenn man sich ein Beispiel daran nähme. Dann wurden auch Fortbildungsprogramme entwickelt. Aus einigen Arbeitern wurden Filmtechniker, Kameraleute, Elektriker. Das waren Erfolgsgeschichten. Die Uni hatte Leute abgestellt, die uns Lesen und Schreiben beibrachten. Über Abendkurse absolvierte ich dann eine Elektronikausbildung. Im Anschluss bekam ich eine Stelle in der Medienabteilung. Und heute bin ich Leiter dieser Einrichtung. Ich stamme aus einer royalistischen, nationalistischen, rechtskonservativen Familie. Für diesen Hintergrund spricht nicht zuletzt mein Vorname. Ich bin Jahrgang 1942 und wurde nach Marschall Pétain benannt. Von 5 Kindern bin ich das Einzige, das nicht studiert hatte. Nach der Oberschule in Besançon wurde ich zum Werkzeugmacher ausgebildet. Ich verbrachte die Ferien in der Provence bei meiner Tante Therese. Eines Tages waren Freunde zu Besuch, darunter Nikos Poulantzas. Gott hab ihn selig. Er hat mir sehr geholfen. Unglaublich, wie mich das rührt. Während wir miteinander spielten und diskutierten, meinte er, ich bringe dich nach Vincennes, du schreibst dich dort ein und studierst Psychoanalyse. Für mich war das atemberaubend. Denn ich hatte ja überhaupt kein Bild von mir selbst. Meine Vorstellung vom Wissen, von der Elite, von der sogenannten Intelligenz war etwas weit Entferntes. Nicht wirklich unerreichbar, aber es war eine andere Welt. Ich erinnere mich noch, wie ich nach Vincennes kam, an die Gebäude. Heute wieder hier zu sitzen, wo nichts mehr ist, das ist fürchterlich. Nicht für mich, aber für das Denken, für seine Freiheit und Kreativität. Es mag chaotisch zugegangen sein, doch hier bestand die Möglichkeit zu denken. Da 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 da
Il vient d'une chanson de travail. Chanson de travail de la Sicile. Il y a des cavernes énormes à Syracuse, très grandes. Et dedans, il y a des gens qui font un travail. Ça s'appelle Cordari. Cordari, c'était celui-là qui intrecciano les cordes. Tresse les cordes. There are actually two quite distinct versions of the U.S. role in the world as viewed by American elite groups. The first version is what I think je crois qu'il est bon de savoir quelle est la vision de l'élite américaine, de ceux qui détient le pouvoir à l'intérieur des États-Unis. En réalité, il y a deux versions de cette vision. D'abord, la première version construit après la religion de l'État, qui règne surtout dans le journalisme et à l'université. Vincennes erhält einen neuen Spitznamen, der Denkerwald. Berühmt wie nie zuvor wächst die Studentenzahl um das Doppelte, Dreifache, Vierfache. Die Uni wird zum Opfer ihres eigenen Erfolgs. Es herrscht das totale Chaos und die Räume verkommen zusehends. Für manche eine Folge des Zeitgeists. Doch so einfach ist es nicht. Ursprünglich ist Vincennes für ca. 8000 Studenten angelegt. Eine Zahl, die bis 1976 auf 32.000 wächst. Die Räume platzen aus allen Nähten und das Personal reicht vorne und hinten nicht. Überall Probleme, mit denen man nicht fertig wird, auch in finanzieller Hinsicht. Alles ist schwierig. Es ist schwer, einen Raum zu finden, weil man sich nicht mehr versteht. Es geht beengt zu. Die schicken Sitzkissen sind verschwunden. Stattdessen gibt es nicht genug Stühle. Die Popularität war absehbar. Auch die Überfüllung war absehbar. Was den Staat nicht daran gehindert hätte, die Uni besser auszustatten. Auf einen Stuhl kamen 5 Studenten, auf 4 Tische 40 Personen. Aber wir waren das gewohnt. Die Uni war übervölkert, aber das zeigte doch, wie notwendig sie war und wie richtig sie einzurichten. Eines Tages kam ich in den mir zugeteilten Seminarraum und es gab kein einziges Möbelstück mehr, keinen einzigen Stuhl. Die Fensterscheiben waren kaputt, dabei ging es auf den Winter zu. Die Türen waren rausgerissen und mittendrin, der Gipfel von allem, was mir je untergekommen war, stand eine zum Klo umfunktionierte Telefonzelle. An jenem Tag sagte ich den Studenten nett wie immer, tut mir leid, aber so können wir nicht arbeiten. Wir verschieben das auf ein andermal. Gewisse Kreise fingen an, alles auseinanderzunehmen, sei es, um die Teile weiterzuverkaufen oder sie für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Etwa die Türverriegelungen an den Toiletten. Das war doch ziemlich unangenehm. Am Eingang der Cafeteria hing ein Poster, auf dem stand: Verlassen Sie Vincennes nicht ohne einen Besuch in seinem Pornomuseum. Dieses Museum habe ich nie besucht. Aber ich erinnere mich natürlich an die Räume. Chaotisch, marode, laut, verraucht und was weiß ich noch alles. Früher spielte das überhaupt keine Rolle. Es gehörte einfach dazu, wie die Fantasie, der Tumult, die Kreativität. Im Gegenzug hatte ich keine Ahnung von einem Trend, der sich im Wald ausbreitete und die Universität merklich schwächen sollte. In der Mensa haben Typen vor alle Augen gedealt. Einmal sind zwei sogar aufeinander losgegangen, wegen einer Geldgeschichte. Und unser eins hat ziemlich lang naiv geglaubt, dass es nur um Hasch geht. Ja, mit Hasch hatte es angefangen. Man merkte, wie das Rauschgift immer weitere Kreise zog. Bald betraf es nicht mehr nur Leute von außen, die zu Junkies wurden und sich mit ihrem Dealer irgendwo diskret getroffen haben, sondern die Sache griff auch aufs Personal über. Ich kann mich an 2, 3 Fälle erinnern, ganz normale Frauen, Mütter. Eines schönen Tages hat man sie aufgefunden.
Manch eine konnte gerettet werden, andere nicht. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Université de Vincennes serait devenue un repère de trafiquants de drogue. Cette université, pas comme les autres, défraye la chronique. Madame Sonia Seyte, secrétaire d'État aux universités, avait parlé de l'Université Paris 8, Vincennes, comme d'une ville interdite où se tient ouvertement un marché de la drogue. Ich war seit 1976 im Stab von Ministerin Alice Sonier-Seyte. Vincennes galt als Ort der Agitation, der Probleme bereitete. Schon allein durch den Standort. Abgeschieden, gut besucht und leicht zugänglich. Dazu mit akademischen Freiheiten ausgestattet, die der Polizei den Zugang verwehrten. Insofern war der Ort geradezu ideal für den Drogenhandel. Für die Presse war die Sache ein gefundenes Fressen. Und Alice Sonier-Seyte hat sie im Senat zur Sprache gebracht. Es war klar, dass eine solche Anschuldigung zur Schließung der Universität führen konnte. D'après la loi, ce ne sont ni le gouvernement, ni le secrétaire d'État aux universités, ni son représentant régional, le recteur chancelier des universités de Paris, qui dispose du pouvoir à l'université de Vincennes. C'est le président élu de cette université qui dispose du pouvoir, qu'il l'exerce. Sie legte es darauf an, Öl ins Feuer zu gießen. Jede ihrer Äußerungen war eine Anklage gegen Vincennes, was dann in diverse Prozesse mündete. Sie strengte Verfahren gegen die Universität an, ich Verfahren gegen sie. Das ergab eine kuriose Situation. Ein Rektor liegt im Rechtsstreit mit dem eigenen Ministerium. J'accuse Madame Sonier-Seyte d'avoir cherché à enfoncer une université dont elle a la tutelle, au lieu, comme c'était son rôle, de chercher à s'informer, de savoir ce que l'université faisait et de voir comment elle pouvait l'aider. L'objectif est clair, il s'agit de détruire Vincennes dans l'opinion en se gardant de parler de toutes les innovations pédagogiques dont l'intérêt a été souligné par les experts ministériels eux-mêmes, en la détruisant dans l'opinion pour ensuite pouvoir la détruire purement et simplement. Ils ont toujours voulu détruire Vincennes. Schon immer wollten sie Vincennes vernichten. Von Anfang an. Denn trotz allem war die Uni von den Rechten gegründet worden, als ihre Partei praktisch aufgelöst, am Boden und gedemütigt war. Vor ihr standen jene, die sich gegen sie erhoben hatten. Das Glück, die Jugend, die Forschung, die Hoffnung. Eine grandiose demokratische Begeisterung. Wir wurden von Anfang an gehasst. Wir waren eine Last und mussten weg. Es brauchte nur ein bisschen Zeit, bis die Stimmung kippen würde. Dieser Schandfleck war unerträglich. Klar gab es Probleme mit Drogen, mit dem Handel, der da getrieben wurde. Aber das war, glaube ich, nicht das Entscheidende. Es gab einen Hass auf alles, was Vincennes repräsentierte. Das offenkundige Chaos wurde ausgenutzt. Doch dabei ging es um Grundsätzliches. Heute kommen all diese Dinge wieder hoch. Es ging um die Fortführung der 68er-Revolution. Sicher, es ging um die Infragestellung des akademischen Wissens, der hierarchischen Ordnung, der Studenten-Dozenten-Beziehung. Selbst die Interdisziplinarität wurde abgelehnt. Il y a aujourd'hui une nouvelle affaire de Vincennes. Origine du conflit, l'obligation pour l'université de quitter le bois de Vincennes, où les terrains qu'elle occupe lui avaient été concédés pour 10 ans en 1968 par la ville de Paris. Alle gingen davon aus, dass der Pachtvertrag nach 10 Jahren verlängert wird. Die Gebäude sollten schließlich nicht 10 Jahre stehen, sondern 50. Doch das Verhältnis zur Erziehungsministerin war, wie schon gesagt, angespannt. Sie suchte Jacques Chirac auf, der damals Bürgermeister von Paris war, und legte ihm nahe, seine Ansprüche geltend zu machen. Chirac hatte keinen Grund, ihr das abzuschlagen, zumal er in jeder Hinsicht davon profitierte. Tatsächlich verlangte er die Grundstücke zurück. Die Ministerin fällte dann sehr schnell die Entscheidung, die Universität in Saint-Denis neu aufzubauen. Die Angelegenheit wurde vehement von ihr vorangetrieben. Sie hat sich in dieser Sache stark engagiert.
Alice Saunier Cité boxte die Option Saint-Denis ohne Rücksicht auf Verluste durch. In seiner ursprünglichen Form war das Projekt unannehmbar. Es umfasste 2 Hektar. Das war halb so groß wie das Areal in Vincennes. Im Übrigen gab es bereits ein Institut mit 2000 Studenten und man wollte 30.000 dort unterbringen. Es war schlicht eine Provokation. Die Aussicht, den Wald verlassen zu müssen, erschüttert. Widerstand formiert sich nach altbekannter Manier. Parolen, Aufruf zur Mobilmachung und kritischer Unterricht wie der des Philosophen Jean-François Lyotard, der die Frage stellt, warum Vincennes zur Zielscheibe wird. Non pas du tout sur le principe que les citoyens par la culture accèdent à la liberté, mais qui est que les universités sont des organes d'une grande machine, qui est le système lui-même, et que ces organes ne peuvent être conservés que s'ils sont performants. C'est un tout autre principe, on change le principe de justification. Donc il n'est évidemment pas performant d'entretenir une bande d'immigrés qui, même s'ils ont des diplômes, et en supposant que ceci soit valable, entre guillemets, Dieu sait à quels yeux, de toute façon ne rendront pas performant le système hexagonal français. Donc évidemment, alle kämpften für den Verbleib in Vincennes. Pour rester à Vincennes, quoi. Es gibt ein Foto, das mich auf einer Demo gegen die Verlegung nach Saint-Denis zeigt, an der auch der Rektor teilnahm. Der Tenor war, wenn das hier verschwindet, das lässt sich nicht woanders aufbauen. Bestimmt 2 Jahre lang wollten wir nicht glauben, dass der Umzug wirklich stattfindet. Es kursierten Gerüchte, in Saint-Denis wäre der Untergrund viel zu weich und zu feucht. Da könne gar nichts gebaut werden. Und eines Tages fand eine große Demo am Boulevard Saint-Germain statt. Auf dem Bürgersteig ging ein früherer Kommilitone vorüber, der im Erziehungsministerium tätig war. Er winkte mich heran und meinte: Ein Sit-in zu veranstalten, wenn das Ministerium schon Millionen für das Projekt ausgegeben hat, ist doch Blödsinn. Keine 2 Tage später meinte ich zu meinen Studenten, am besten schauen wir uns mal vor Ort um. Wir fuhren nach Saint-Denis. Dort war die Uni bereits gebaut. Das Lustigste am Bau von Saint-Denis war der Standort. Der Campus lag zwischen der Avenue der Freiheit, der Stalingradstraße und der Leninstraße. Fehlte nur noch die Langer Marschkreuzung für die Maoisten. Heutzutage findet man eine solch totalitäre Zerstörungswut nur selten. Man wollte uns ausschalten, die Institution und ihre Persönlichkeiten. Aber im Grunde ist es ein Verdienst, so verbissen bekämpft worden zu sein. Die Umzugsphase war für uns der kritische Punkt. Das hatten wir einkalkuliert. Wenn die nicht nach Saint-Denis wollen, hieß es, dann kommt es zu einer politischen Kraftprobe. Doch just in diesem Moment, war es Absicht oder haben sie sich selbst ein Bein gestellt, trat zu unserer großen Überraschung Pierre Merlin mit einem Teil des Verwaltungsrats zurück.
Er war all diesen Rauschgiftproblemen ausgesetzt und ich glaube, er wurde sogar festgehalten. Das war typisch für die Glanzzeit von Vincennes, das totale Chaos. Jedenfalls trat er zurück und mit ihm ein Teil des Verwaltungsrats. Also entstand ein Vakuum. Für uns war das die Chance schlechthin. Wir konnten die Sache in die Hand nehmen und den Umzug kontrolliert steuern. Auf Anweisung des Ministeriums erfolgt der Umzug heimlich und sehr schnell. Die LKW tragen keinerlei Aufschrift, als würde man sich für diesen Vorgang schämen. Ringsum ist das Areal von Polizeiwagen abgesperrt. Wir waren vor Ort, aber man ließ uns natürlich nicht durch. Dann sind wir über den Zaun geklettert und so auf den Campus gelangt. Ich habe damals einen kurzen Film darüber gedreht, der zeigt, dass wir 2 Stunden nach dem Start der Operation eingetroffen waren. Und 2 Stunden später war keins der Gebäude noch funktionsfähig. Alles war demoliert. Es war die totale Verwüstung. Das war seltsam, beeindruckend. Wir gingen heim und waren wie benommen. In 3 Tagen wurde alles niedergewalzt. Die Uni wurde geschlossen und tags darauf rückten die Bulldozer an. Das Symbol musste weg. Die Konstruktion war leicht zerlegbar. Mit einem Schraubenschlüssel ließ sich alles auseinandernehmen. Man konnte die Teile abgeben, verkaufen oder weiterverwenden. Die Grundstruktur ist aus beständigem Stahl und Aluminium. So war die Demontage mit Baggern und Abrissbirnen auch ein symbolischer Akt. Entsetzlich. Ich habe mir das nicht angeschaut. Dieses Massaker wollte ich nicht sehen. Wir waren schon weg. Wir wurden zwangsumgesiedelt. Im Grunde genauso brutal, wie die Menschen in den Camps heute umgesiedelt werden. Hart, was Sie hier mit mir gemacht haben. Zurückzublicken ist schwer. Aber ich bin froh. Wenn Sie eine neue Uni eröffnen, bin ich dabei. Was bleibt? Ein Gefühl. Ich kann die Bücher von Deleuze nicht mehr aufschlagen. Sie sehen mich gerührt. Mein Eindruck ist, all dies geschah hier. Dieses brillante Denken. Für mich war Vincennes eine Stätte des freien Denkens. Hier wird etwas beseitigt, die Subversion. Dabei ist Subversion im Grunde weder gut noch schlecht. Das heißt zu denken. Man erlaubt sich zu denken. Was ist so gefährlich am Denken und Aussprechen? Etwas zu wagen, sich auszuliefern, selbst auf die Gefahr hin, blöd dazustehen. Wenn alles gesagt ist, kann man Bilanz ziehen. Und Vincennes war außerordentlich, einfach außerordentlich. Als ich mich nach dem Abitur an der Uni einschrieb, kann ich mich gut an meine anfängliche Enttäuschung erinnern. Wo war sie hin? Die Freude am Lehren und Lernen, wie ich sie als Kind erlebt hatte. Ich habe sie nie mehr gefunden.
Wieder kommt mir der Auslöser zu diesem Film in den Sinn. Die menschenleere Lichtung. Ohne jegliche Spur. Die radikale Ausmerzung der revolutionären Erwartungen einer ganzen Generation. Aber da ist noch mehr. Denn was bleibt, ist der unbeugsame Traum von einer anderen Universität, wo ohne den Druck und die Standardisierung der heutigen Lehre gelehrt und studiert wird. Wo man heiter und frei lernt. Auf jeden Fall ist die Lichtung zurzeit noch frei. Je t'emmène en voyage vers une contrée sauvage, prête pour un safari, en pleine ville, en plein cœur de Paris. On remontera le fleuve, il te faudra faire preuve de courage. Au moment d'accoster sur le rivage, dans la jungle, prends garde à toi. Chacun peut devenir une proie. Si tu explores la nature humaine, sache que la loi du plus fort règne. On a vu les chasseurs armés jusqu'aux dents revenir les pieds devant.